sind zwar noch nicht die akademische Viertelstunde drüber, aber die haben wir auch beschlossen, uns abzugewöhnen. Als nicht nur Akademikerpartei und fangen deswegen relativ pünktlich an. Mein Name ist Bettina Jarasch, ich bin die Landesvorsitzende der Berliner Grünen. Neben mir ist Daniel Wesner, mein Co-Vorsitzender, und Reinhard Bütikofer, der Chef der Europäischen Grünen Partei, außerdem Abgeordneter im Europäischen Parlament und einer unserer Berliner Kandidaten, den wir auch gerne wieder vorne ins Europaparlament schicken wollen. Und ich begrüße Sie und euch alle sehr herzlich zu diesem Stadtgespräch, wohin Europa? Sehr globale Frage, aber eine Frage, die sich doch im Moment wieder verschärft stellt und wo wir heute Abend gemeinsam mit Ihnen und euch auch austesten wollen, ein Stück diskutieren wollen und auch austesten wollen, ob die Grünen da die richtigen Antworten und Visionen dazu entwickelt haben. Ich möchte noch ein paar Sätze zu dem Format erstmal sagen. Das ist ein Stadtgespräch, das ist ein sehr dialogisch gedachtes Format. Deswegen sind wir hier vorne kein Podium, das jetzt erstmal eine Stunde diskutieren wird, sondern es gibt vielleicht ein, zwei kurze Einstiegsfragen an Reinhard Bütikofer und dann würden wir sofort öffnen. Wir hatten es ja auch in der Einladung schon so formuliert. Wir hoffen, dass ihr sie mit Fragen, Vorstellungen, vielleicht auch Forderungen aus Sicht von Verbänden und Organisationen, wie auch immer, hierher gekommen seid und dass wir hier ins Gespräch kommen können. Ich mache keine Redezeitbegrenzung, bitte aber natürlich darum, dass die Fragen und wie auch immer, dass die möglichst auch so formuliert sind, dass man im Gespräch bleiben kann. Also wenn Reinhard schon keine Vorträge halten darf, sollte das auch sonst niemand tun. Aber wie gesagt, es ist möglichst viel Raum. Zeitlich würde ich sagen, dass wir spätestens um 9:30 Schluss machen. Und wenn das Taz-Café dann nicht sofort dicht macht, dann können gerne noch alle hier bleiben bei einem Glas und weiter diskutieren. Und technisch muss ich noch ein, zwei Sachen sagen. Erstens, wir haben eine Gebärdendolmetscherin hier. Willkommen. Und zweitens, wir würden gerne einen Livestream machen von dieser Veranstaltung. Wenn irgendjemand ein großes Problem damit hat, dabei aufgenommen zu werden, dann müsste er oder sie das unserer Webredaktion, Bernd, der hier gerade den Arm hebt, dann müssen Sie das vielleicht einfach ein kurzes Zeichen geben, dann versuchen die das zu respektieren und nicht aus Versehen jemand im Bild zu haben, der das nicht möchte. So. Und dann möchte ich jetzt gar keine langen Vorreden mehr halten, sondern steige gleich mal ein, was hier hinten am Ausgang liegt, und zwar in einer noch nicht autorisierten, aber endlich vorliegenden auch deutschen Übersetzung. Autorisiert ist, glaube ich, nur die englische, beide können Sie gerne mitnehmen, ist ein gemeinsames Manifest der Europäischen Grünen Partei, einer Parteienfamilie, ich glaube aus 28 Mitgliedern, wenn ich mich nicht sehr täusche. Wie viele sind es? Insgesamt sind es 45, ach, innerhalb der EU 33. 33 Mitgliedern, die also ein gemeinsames Manifest zur Europawahl geschrieben haben, Europa verändern, Grün wählen. Und meine Einstiegsfrage an dich, Reinhard, ist einfach, ist es wirklich eine gemeinsame Vision für ein Europa? Was für eine Vision kann das eigentlich sein, angesichts des Auseinanderdriftens Europa, das wir insgesamt seit der Krise haben und das sich natürlich auch bemerkbar macht bei den Parteienfamilien im Europäischen Parlament, denn auch die haben natürlich nicht nur ihre grüne Identität in dem Fall, sondern haben auch jeweils ihre nationale Identitäten, kommen eben entweder aus Deutschland, das im Moment ganz gut dasteht, kommen aus den Krisenländern. Und meine Einstiegsfrage wäre, was kann unter den Bedingungen überhaupt, du hast es zustande kommen, dieses Manifest ja maßgeblich mitverantwortet, was kann da eine gemeinsame Vision von Europa sein? Ja, vielen Dank erstmal Bettina und Daniel für die Einladung. Schönen guten Abend. Eins will ich dementieren, ich bin nicht der Chef der Europäischen Grünen, das gibt es bei uns nicht, aber zwei Co-Vorsitzende haben wir und meine Kollegin aus Italien ist gerade in Rom, deswegen bin ich hier. Dieses Manifest ist nicht der erste Versuch der Europäischen Grünen, vor einer Europawahl zu versuchen, eine gemeinsame Plattform zu entwickeln. Aber wenn ich es recht erinnere, und ich bin so die letzten 15 Jahre bei den Europäischen Grünen gewesen, der erfolgreichste, weil wir unter Beteiligung aller Parteien einen einstimmigen Beschluss hingekriegt haben.
Jetzt kann man da natürlich leicht ein bisschen skeptisch werden und sagen, naja, wenn das einstimmig war, dann steht da vielleicht gar nicht so viel drin. Wäre jedenfalls immer meine Herangehensweise. Aber ich glaube, es ist uns tatsächlich gelungen, eine tragfähige Plattform zu formulieren, da können wir drüber reden. Das aber nicht deswegen oder nicht hauptsächlich deswegen, weil wir uns auf eine gemeinsame Vision geeinigt hätten. So sehr ich glaube, dass es da eine ganze Menge gemeinsame Visionen drin gibt, das ist im Moment gerade nicht das Entscheidende. Sozusagen Visionen zum Beispiel davon, dass Europa eine große, auch globale Verantwortung hat dafür, eine Transformation unserer Produktions- und Konsumptionsweise voranzutreiben und dass Europa sich darauf fokussieren soll, eine ökologisch-soziale Veränderung unserer Wirtschaftsweise anzutreiben. Das ist eine Vision, sicherlich. Ja, oder dass Europa ein Akteur ist, nach innen wie nach außen, in der unmittelbaren Nachbarschaft und auch weltweit für multilaterale Politik, nicht polarisierende Politik, für die Herrschaft des Rechts und nicht die Herrschaft des Stärkeren und alles sowas. Das hat auch was mit Vision zu tun, die das europäische Projekt seit langem begleiten. Das ist einer dieser großen europäischen Träume mindestens seit Kant und seiner Friedensschrift Ende des 18. Jahrhunderts. Und trotzdem glaube ich nicht, dass sozusagen das Wiederaufrufen solcher Visionen das ist, was uns im Moment in Europa am meisten Not tut und was wir am meisten brauchen, sondern eine glaubwürdige Vorstellung davon zu entwickeln, dass es überhaupt möglich sein soll, sich solchen Visionen faktisch anzunähern. Also, dass diese Visionen nicht einfach nur eine Phantasmagorie sind, irgendein Trugbild, das man vor sich herträgt oder das vor uns hergehalten wird, damit wir uns irgendwie abfinden mit dem Status quo, sondern dass das tatsächlich regulative Ideen sind, die, denen man sich annähern kann. Und ich glaube, dass das große Misstrauen, das man heute überall erlebt, gegen dieses europäische Projekt, das sicherlich heute europaweit im Durchschnitt gemessen deutlich gestiegen ist gegenüber vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Wobei ich immer in Klammern dann noch einfügen würde, das Ansehen des Europäischen Parlaments ist in allen Umfragen, die ich kenne, immer noch besser wie das Ansehen des Bundestages und aller anderen nationalen Parlamente, Klammer zu. Das heißt, es ist nicht nur ein europäisches Problem möglicherweise, aber das große Misstrauen hat was damit zu tun, nicht, dass die Grundideen, die Leitideen, Europa als Projekt des Friedens, Europa als Projekt der Freiheit und der Demokratie, Europa als Projekt sozusagen einer kulturellen Vielfalt und so weiter, dass die jetzt plötzlich unattraktiv geworden wären, sondern dass die Frage nicht mehr selbstverständlich ist, sind wir denn eigentlich auf dem Weg dahin? Und um es ein bisschen unterhalb der Ebene von Visionen zu beschreiben. Als die Grünen darüber diskutiert haben, ob wir dafür sind, den Euro, die Einführung des Euro zu unterstützen, war das zunächst mal bei uns in der Partei überhaupt nicht Konsens. Und dann gab es eine sehr komische Koalition, die es davor und danach nie mehr gab, zwischen Jürgen Trittin, Danny Cohn-Bendit und mir, die sich dafür eingesetzt haben, dass man das unbedingt unterstützt, haben auch erfolgreich uns dafür eingesetzt. Und das zentrale Argument damals war, indem wir einen gemeinsamen Währungsraum schaffen, schaffen wir Voraussetzungen dafür, dass unsere Ökonomien sich gemeinsam gegen die Unbilden dieser unregulierten Globalisierung besser zur Wehr setzen können. Wir schaffen sozusagen eine europäische Voraussetzung dafür, dass das, was mal mit einer sozialen oder ökosozialen Marktwirtschaft versprochen worden ist, auf der europäischen oder internationalen Ebene ein Stück weit verfolgt werden kann. Und die Erfahrung, die jetzt aber in der Krise gerade viele Leute machen, ist ja,
dass sie das in Zweifel ziehen, dass das der Effekt ist und dass man im Gegenteil den Eindruck hat, es führt ganz in eine andere Richtung. Deswegen glaube ich, was in dieser Wahl vor uns liegt, ist nicht so sehr der Kampf um die Visionen, wiewohl ich glaube, dass es wichtig ist, die nicht reinzugeben. Also da bin ich völlig auf derselben Spur. Es ist wichtig, die nicht sozusagen zu vergessen oder gering zu schätzen. Aber das wird uns nicht reichen in der Auseinandersetzung mit denjenigen, die vor lauter Status Quo-Orientierung zynisch geworden sind oder denjenigen, die vor lauter Opposition gegen die Status Quo-Orientierung populistisch geworden sind. Sondern ich glaube, was wir brauchen, und das ist der Versuch in diesem Manifesto, und deswegen ist uns auch, glaube ich, gelungen, das zusammenzuführen, sozusagen eine Veränderungsstrategie zu beschreiben, die für die verschiedenen europäischen Zustände, die wir in den verschiedenen Teilen Europas haben, jeweils eine Antwort anbietet. Dann bleiben wir vielleicht unterhalb der Ebene von Visionen und dennoch muss ja dieses Manifest, wenn es das leisten soll, was du sagst, zumindest in einem Punkt kohärent sein, und das ist die Analyse. Die Analyse der Krise. Was ist diese Krise? Ist das die Euro-Krise? Sind es die Auswirkungen der globalen Finanzkrise, unter anderem auf die Länder des Südens? Ist es die Skepsis gegenüber den europäischen Institutionen? Ist es die Renationalisierung bzw. das Aufkeimen von europafeindlichen Kräften? Oder ich will es mal anders formulieren, wir reden hier über ein Manifest. Was ist denn das Gespenst, was in Europa umhergeht aus grüner Sicht? Meines Erachtens ist in fast allen Ländern der EU außerhalb Deutschlands die Frage, was das Gespenst ist, sehr leicht beantwortet, wenn man die Frage im Zusammenhang mit der Krise stellt. Und die Antwort heißt, das Gespenst ist diese verdammte Austeritätspolitik. Und das einzige Land, in dem man sich manchmal dafür rechtfertigen muss, dass man das Wort überhaupt verwendet, ist Deutschland, wo man dann lieber von Sparen redet, weil es so heimlich schwäbisch klingt. Ich glaube, dass in der Krise über die 5 Jahre, die jetzt schon dauert, von all dem, was du gesagt hast, Elemente mit drin sind. In unterschiedlicher Mischung, in unterschiedlichen Ländern. Aber die aus meiner Sicht entscheidende Frage ist, werden wir den Ausweg aus diesen unterschiedlichen Krisen finden, ohne mit der dominanten wirtschaftspolitischen Orientierung, die Europa in den letzten 5 Jahren geprägt hat, zu brechen und dann neue Orientierung aufzubauen. Und der Meinung bin ich, dass das nicht geht. Und deswegen glaube ich, man muss an die Stelle dieser Austeritätsorientierung, eine Orientierung an Innovation und eine Orientierung an Investitionen setzen. Das ist zwar schon mehrfach gesagt worden, als in Frankreich Präsident Hollande an die Regierung kam, hat er mal ganz schnell hoppla hopp der Frau Merkel ein sogenanntes Wachstumspaket abgerungen. Nur als man dann genauer hingeguckt hat, hat man festgestellt, das ganze Wachstumspaket besteht aus lauter leeren Marmeladegläsern, auf die neue Etiketten geklebt worden waren. Kein neues Geld, nur neue Sprüche. Und das macht natürlich Leute dann auch zynisch. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wir werden uns aus dieser Krise nicht rausschrumpfen können. Und wenn man sich bestimmte Zahlen anguckt, zum Beispiel der griechischen Ökonomie, wenn man sieht, dass deren Industrieproduktion in den letzten 6 Jahren um 35% gesunken ist, ja, dann liegt doch nichts näher als die Frage, wie soll denn jemals da eine tragfähige, eigenständige ökonomische Entwicklung zustande kommen, die nicht nur sozusagen von ausländischen Transfers abhängig ist, wenn es dort nicht zu neuen Investitionen kommt. Und das gilt für andere ja auch. Und was durch diese genial brutale Initiative von Herrn Draghi, dem EZB-Präsidenten, sozusagen an Beruhigung
der Finanzmärkte ausgelöst worden ist, als er gesagt hat, wir machen, was nötig ist, um den Euro zu verteidigen. Whatever it takes. Das sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schuldensituation der Länder, um die wir uns da besonders Sorgen machen, sich keineswegs gebessert hat. Obwohl die Griechen gespart haben wie die Weltmeister, noch schlimmer. Also das kann man gar nicht sparen nennen. Da sind zum Teil brutale Einschnitte vollzogen worden. Ich weiß nicht, was in Deutschland passiert wäre, wenn das der Schäuble probiert hätte. Aber trotzdem ist es nicht so, dass die Ökonomie jetzt sozusagen unter diesem Schuldenberg schon wieder vorkriechen würde. Sondern weil die Schulden zwar sinken, aber die ökonomische Basis auch schrumpft, ist die Situation keineswegs stabilisiert. Und ich glaube, man kann das nur stabilisieren mit einem neuen Kurs auf Investitionen. Und dann hast du natürlich sofort die Debatte, doppelte Debatte. Erstens, ja, wollen wir denn Wachstum? Wir als Grüne wollen Wachstum. Und zweitens, wie finanzieren wir das? Wir können doch nicht wieder mit dem Schuldenmachen anfangen. Das war doch gerade das Problem. Nun würde ich, also um es ein bisschen zuzuspitzen, würde ich sagen, also ohne Wachstum kommen wir aus dieser Krise nicht raus. Aber natürlich gibt es intelligentere Arten von Wachstum als jetzt gerade die, die uns in die Krise reingeführt hat. Und deswegen reden wir dann von einem Green New Deal. Und das heißt Investitionen in eine ökologische Transformation, zum Beispiel Energiesparen, Energieeffizienz, Rohstoffeffizienz, erneuerbare Energien, Energienetze und so weiter und so weiter. Ich glaube, da ist nicht nur viel Potenzial, sondern auch viel Plausibilität. Schwieriger, also haben wir zum Teil in Deutschland auch gezeigt, dass sowas funktioniert. An anderen Ländern auch. Ja, also es gibt vorweisbare Beispiele, dass es ökonomisch funktioniert. Und dass eben diese Propaganda, die man in letzter Zeit wieder verstärkt hört, dass es eine Wahl gäbe, die man treffen müsse, ob man jetzt Wettbewerbsfähigkeit akzeptieren wolle als Maßstab der ökonomischen Stärke oder ob man lieber auf Nachhaltigkeit setzt, dass es einfach ein ziemlich dämliches Gerücht ist, weil es auf mittlere und lange Sicht überhaupt keine Wettbewerbsfähigkeit geben wird, ohne das auf Nachhaltigkeit zu gründen. Also es ist gerade andersrum. Schwieriger ist die Frage, wie man es finanziert, weil in der Tat die Rückkehr zur Schuldenmacherei nicht funktioniert. Erstens, wer an den Finanzmärkten gibt das Geld? Zweitens, die Banken, von denen in der Vergangenheit ganz viel finanziert worden ist in der europäischen Wirtschaft, wenn es um Investitionen geht. 80% ungefähr sind in Europa Banken finanziert, in den USA sind es 20. Das macht einen erheblichen Unterschied. Die Banken werden weiter, wie das so schön heißt, deleveragen. Das heißt, die werden tendenziell weniger ausleihen, weil sie zu stark in Risiken gegangen waren und so weiter und so weiter. Und darüber dann stellt sich dann die Frage, wie kann man eigentlich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass also Investitionen in so eine ökologische Transformation sich lohnen, ohne dass man irgendeinen reichen Onkel hat, der sozusagen Geld springen lässt. Und da, glaube ich, gibt es eine ganz besondere Verantwortung von einer ökologisch aufgeklärten Ordnungspolitik. Wenn es zum Beispiel gelingen würde, ich weiß, dass das ein großes Wenn ist, aber wenn es gelingen würde, den europäischen Emissionshandel funktionsfähig zu machen und dafür zu sorgen, dass die Tonne CO2 einen anständigen Preis hat, den Preis, der de facto von irgendjemand irgendwann mal gezahlt werden muss, nur jetzt gerade nicht im Moment, von denen, die es verursachen, dann würde das enorme Investitionsschübe auslösen in Richtung zum Beispiel Energieeffizienzinvestitionen oder Rohstoffeffizienzinvestitionen. Wenn es gelingen würde,
wenn dieses TTIP-Abkommen nicht darum ginge, ob wir Chlorhähnchen essen müssen und Gentechnik, sondern darum ginge, nur mal hypothetisch, dass Amis und wir gemeinsam fossile Energiesubventionen gemeinsam abschaffen. Das hätte enorme positive Wirkungen auf die Investitionsorientierung in Richtung ökologische Transformation. Und das ist meines Erachtens die Frage, die eigentlich den meisten Ländern sich so stellt. Deutschland scheint irgendwie ein ganz besonderes Pflaster, wo man den Eindruck hat, das mag alle betreffen, uns nicht. Dabei müssten wir eigentlich nur einen Schritt weiter denken, nämlich, weil wir keine Insel sind, kann es uns auf Dauer nicht gut gehen, wenn es der Nachbarschaft nicht gut geht. Brennt zwar eine Anschlussfrage auf der Zunge, aber ich möchte trotzdem das tun, was ich am Anfang angekündigt habe. Du hast schon sehr viele Stichworte angesprochen und ich möchte gerne einfach fragen, ob ja. Bitte schön. Die erste Frage. Probier mal, ob es auch ohne Mikro geht, sonst gebe ich das Mikro ins Publikum. Und vielleicht bitte kurz mit Vorstellung. Ach, ich kenne dich, darum habe ich dich geduzt, sonst würde ich dich siezen. Marmeladengläsern aufgreifen. Also mein Gefühl ist, du redest relativ allgemein, vielleicht in der dritten Person. Und es ist ja schon die Frage jetzt bei der Wahl, warum soll ich dich wählen, welche Maßnahmen möchtest du wirtschaftspolitisch umsetzen? Und beschreib mir mal bitte 5 Marmeladengläschen, was du da draufschreibst und konkret. Das ist nicht so schwierig. Aber, ich muss dich leider trotzdem gleich vorneweg enttäuschen. Mich kannst du gar nicht wählen, kannst du die Liste wählen. Ja? Also wenn du die Liste wählst, wählst du mich mit. Also selbst wenn ich dich jetzt nicht überzeugen würde, wenn du die Grünen wählst, würdest du mich mitwählen. Also ist irgendwie. Aber jetzt zu den Marmeladegläsern. Es gibt ein Institut hier, das heißt Deutsche Materialeffizienzagentur, DEMEA, ist dem Bundeswirtschaftsministerium nachgeordnet und hat ausgerechnet, wenn in Deutschland, in der Industrie, jeweils in Bezug auf Rohstoffeffizienz der vorhandene Stand der Technik angewendet würde. Ich weiß, dass es ein hypothetisches Argument ist, weil es gibt Investitionszyklen und so weiter, aber nur for the sake of the argument, dann würde die deutsche Industrie im Jahr 100 Milliarden sparen. Und ein Punkt der Politik, die ich jetzt im Europäischen Parlament seit 5 Jahren vertrete und nicht ganz erfolglos, ist, Materialeffizienzpolitiken voranzutreiben. Und das heißt konkret zum Beispiel dafür zu kämpfen, dass die Ökodesign-Richtlinie, die jetzt für bestimmte Produkte Energieeffizienz als Kriterium vorschreibt, und zwar so, dass das Produkt schon energieeffizient konstruiert werden soll, ausgeweitet wird auf Rohstoffeffizienz, sodass das Produkt zum Beispiel auf seine Recyclability hin konstruiert ist. Das heißt, wenn du ein Smartphone auseinandernehmen willst, du da nicht unglaubliche Mengen an Energie aufwenden musst, um diese ganzen Sachen überhaupt nochmal auseinanderzukriegen und so weiter und so weiter. Dann gibt es andere Instrumente, die man da nutzen kann. Ich packe das jetzt alles mal in ein Marmeladenglas. Zweites Marmeladenglas wäre aus meiner Sicht die Geschichte der Energieeffizienz. Wir haben gerade einen Streit in der Europäischen Union über die Frage, welche Ziele wir uns setzen in der Energiepolitik bis 2030. Und die Kommission hat vorgeschlagen, nur noch ein CO2-Ziel zu setzen und kein Effizienzziel mehr. Die Untersuchung, die die Kommission selber gemacht hat, führt bekanntlich, also das ist dokumentiert, zu dem Ergebnis, dass wenn man CO2-Ziel und Effizienzziel kombiniert, dass man dann
schneller vorankommt und dass es auch sich in der Schaffung von mehr Arbeitsplätzen niederschlägt. Also spräche eigentlich alles dafür. Es gibt aber massiven Widerstand aus der Industrie, auch leider aus Deutschland, insbesondere auch aus Deutschland, zum Beispiel vom BDI, die gesagt haben, wir wollen nur noch ein CO2-Ziel und sonst nichts. Gleichzeitig gibt es eine neue Studie vom MIT, in der dargelegt wird, dass der europäische Vorsprung, Technologievorsprung, bei Effizienztechnologien in diesem Bereich gerade schwindet. Und das heißt, dass was Investitionssummen betrifft und was die Zahl von Patenten, neuen Patenten betrifft, uns China, Japan und die USA den Rang ablaufen. Sodass über kurze Zeit, das muss nicht lange gehen, man hat gesehen bei der Photovoltaik, wie schnell so ein Markt kippen kann, dass über kurze Zeit Europa sozusagen das Nachsehen haben kann. Ich finde es geradezu pervers in einer Situation, wo auch sozusagen eine ökonomische Perspektive dran hängt, ob man Effizienzziele weiter verfolgt, vom Klima mal ganz zu schweigen, dass man da sozusagen auf der europäischen Ebene genau solche Ziele killen will. Also ist das das zweite Marmeladenglas, wo ich jetzt sagen würde, das spielt aus meiner Sicht eine entscheidende Rolle. Ein drittes Marmeladenglas ist im Bereich von kleinen und mittleren Unternehmen. Das ist zwar nicht in Deutschland das Hauptproblem, deswegen müsstest du als Deutscher mich vielleicht deswegen nicht wählen, aber du könntest einem spanischen Freund weiter sagen, dass der dich beauftragt, mich dann zu wählen. Es gibt inzwischen die Geldpolitik der EZB kommt in der Realwirtschaft nicht mehr an. Und das heißt, dass die Zinsen, zu denen kleine und mittlere Unternehmen sich Geld beschaffen können, in Spanien und in anderen südlichen peripheren Ökonomien der EU deutlich über den deutschen Zinsen liegen. Und die Frage ist also, wie man dafür sorgen kann, dass die notwendige Voraussetzung für eine wirtschaftliche Erholung, mehr Investitionen, dadurch andere Finanzierungsstrategien beantwortet wird. Da könnte ich dir ein paar Takte erzählen zu Structured Covered Bonds, so wie es zum Beispiel die Commerzbank zusammen mit der KfW gemacht hat, oder bestimmte Vorstellungen über Mittelstandsbörsen oder bestimmte Vorstellungen über Crowdfinancing, also verschiedene ökonomische Instrumente, ganz konkret beschreibbare ökonomische Instrumente, die man anwenden muss, für die man Rechtsrahmen schaffen muss, damit sich da was ändert. Drittes Beispiel. Nochmal auf viertes Glas, nochmal auf der Ebene Rohstoffpolitik. Es gibt eine ziemlich gute europäische Recyclingpolitik in Bezug auf Elektronikschrott. Die Standards sind ziemlich gut. Das Problem ist, sie werden fast nirgends eingehalten. Und es gehen jedes Jahr Unmengen von Elektronikschrott dem Zoll durch die Finger, weil sie illegal exportiert werden. Es hat Stichproben gegeben in Häfen wie Antwerpen, Hamburg und anderen, die zum Ergebnis kommen, dass es zum Teil mehr als 50% illegaler Export ist. Das Problem ist ein Vielfaches. Erstens, das ist ein richtiger Verlust von Rohstoffen, in die schon ein Haufen Geld und Energie investiert worden war. Zweitens, es wird dann irgendwo nach Westafrika gekarrt, und dort von Kindern, ihr habt vielleicht schon mal Bilder gesehen, so ein bisschen abgekokelt. Die versauen damit ihre eigene Gesundheit, die Böden werden vergiftet. Und von dem Zeugs, was da drin ist, kriegen sie kaum was raus. Wenn die das abkokeln, dann holen sie von dem Gold in den Platinen vielleicht 25% raus. Wenn sie das bei Umicore in Hoboken machen, holen sie 99% raus. Also spräche was dafür zu sorgen, dass durch nicht nur jetzt Gesetzgebung, sondern sozusagen Durchsetzung von Anwendung von Gesetzgebung sozusagen dieser vielfache Schaden sozusagen verhindert und in einen Nutzen umgewandelt wird. Und das Letzte, was ich dir als Marmeladenglas anbieten würde, ist nochmal die erneuerbaren Energien.
da erleben wir gerade in Europa den Versuch, eine Zeitenwende zu organisieren im Sinne von Rollback, wo Oettinger insbesondere, unser lieber deutscher Energiekommissar, sich mit allem, was er hat, dafür einsetzt, der erneuerbaren Energie so viel Brügel zwischen die Beine zu schweißen wie möglich, sie zu behindern, wo er kann, und zusammen mit seinem Kollegen aus Spanien, dem Herrn Almunia, der für Wettbewerb zuständig ist, Regeln zu setzen, die das EEG und die deutsche erneuerbare Energieförderung auf Dauer völlig unmöglich machen würden. Und an der Stelle kann ich dir ganz genau beschreiben, was sozusagen unsere Alternativen da sind. Also das wären jetzt mal 5 Gläser. Wenn du nachher kommst, habe ich noch ein paar. Ich habe aber schon die nächste Frage. Erst mal hier und dann da hinten, bitte. Jeder aus dem Kreisverband Schöneberg. Bedeutet die derzeitige Ukraine-Krise die Notwendigkeit unserer Energiepolitik und auch für die Energiepolitik? Ich meine, wir kriegen ja jeden Tag noch mehr vor Augen geführt und wir selber darauf bedacht sein müssen, unabhängig zu werden von den Energiepolitik aus dem Osten, Gas zum Beispiel, aber auch der Orban benutzt, glaube ich, russische Technologie in Sachen Kernkraftwerk. Können wir da auch nicht verstärkt darauf hinweisen, dass wir uns unabhängig machen können, wenn wir eben unsere Vorstellungen von Energiepolitik und Wirtschaftspolitik durchsetzen? Doch, ich bin der Meinung. Ich glaube, der Zusammenhang ist so evident, dass sich Herr Sinn aus München ja auch sofort aufgerufen fand, das Gegenteil zu behaupten. Das ist übrigens etwas, was ohne ökologische Motivation uns die Amis seit Jahren gepredigt haben. Ja. Und ich glaube, dass man da durchaus politisch erfolgreich 2 Motive zusammenbinden kann. Wenn Europa nicht will, dass es faktisch politisch erpressbar ist, dann muss es einen Kurs verfolgen, der, wie die ökologische Vernunft es zurechtgelegt hat, einer klimapolitischen Zielsetzung auch nützt. Das ist aber natürlich leichter gesagt, so als Grundorientierung, das ist nicht so ganz leicht jetzt ad hoc umgesetzt, aber ich glaube, man kann ein gutes politisches Argument im Wahlkampf draus machen. Ja. Weil du zum Beispiel siehst, auch wie eine Abhängigkeit die nächste generiert. Im Falle Ungarns zum Beispiel, das wird hier gar nicht so sehr wahrgenommen, da ist zunächst mal Ungarn wärmemäßig von russischem Gas abhängig, von Gazprom. Und Orban will seine Wahl gewinnen, jetzt im April, und wollte deswegen unbedingt den Gaspreis senken. Und hat Gazprom gesagt, ja, da haben wir auch eine Idee. Das heißt, aus der Gasabhängigkeit wird sozusagen eine zusätzliche Atomabhängigkeit konstruiert. Und wenn das so kommt mit diesem AKW Porsche, was Putin und Orban verabredet haben, dann ist in 4 Jahren Ungarn ungefähr so abhängig von Russland energiepolitisch, wie die Ukraine vor 5 Jahren war. Und das heißt, diese sicherheitspolitische Dimension und die Dimension können wir eigentlich noch europäische Politik machen oder werden wir von externen Akteuren auseinandergenommen und auseinandergespalten, sodass dann jeder Europäer wieder auf eigene Faust versuchen muss, sich durchzuschlagen. Das passt gut zusammen zu dem anderen Klimaargument. Nur, das muss ich auch sagen, die Klimaargumentation hat im Moment überhaupt keine Konjunktur. Ja. Also das erlebe ich ganz stark, dass da unglaublich dagegen gedrückt wird, gerade von wirtschaftlichen Lobbys massiv dagegen gedrückt wird. So jemand wie die Stahlbranche, die sind inzwischen wieder so weit, dass sie sagen, die ganze Klimapolitik an sich ist blöd. Also die sagen nicht zu ehrgeizige Ziele, die sagen, das ganze Zeugs muss entsorgt werden, dass es überhaupt diese Zielsetzung gibt. Und das heißt, ich sage nicht, dass es deswegen nicht angepackt werden muss, aber du hast dann einen erheblichen Gegenwind. Und ich glaube, ganz wesentlich kommt es auch natürlich für die Plausibilität unserer Argumente
darauf an, dass wir das mit der Energiewende hier halbwegs hinkriegen. Weil wenn wir hier im Heimatland der Energiewende zulassen, dass gegen die Energiewende, wie wir sie vorangetrieben haben, eine große Koalition von Bundesregierung, Wirtschaftslobby, Mittelstandslobby und Verbraucherverbänden und Gewerkschaften antritt, dann ist es mit der europäischen Energiewende sehr schwierig geworden. Das heißt, da hängt enorm viel an der Sache. Es gab dort noch eine Meldung, aber weil das Stichwort Gewerkschaften fiel, die Gewerkschaft muss nicht stehen, beziehungsweise, hallo Heiko, die Menschen, die dort hinten keinen Platz gefunden haben, hier vorne sind noch zwei frei. Aber dann trau dich, Heiko. Gewerkschaft geoutet damit. Ja, aber bitte. Guten Abend, wirklich Student, selbstständig. Meine Frage ist folgende. Es ist hochbekannt, dass immer mit Wirtschaftskrisen es zu einer Radikalisierung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen kommt, die teils die Politikverdrossenheit also verstärken, aber auch das europäische Projekt bedrohen. Was kann man als Partei bewirken, um gegen solche fast wirtschaftlich naturelle Prozesse etwas unternehmen zu können? Danke. Also ein paar Ansatzpunkte habe ich ja genannt, wie wir das angehen wollen. Wir wollen eine ökologische und soziale Alternative in der Wirtschaftspolitik beschreiben und einzelne Beispiele dafür habe ich genannt. Das könnte man jetzt branchenspezifisch buchstabieren oder so. Das lasse ich jetzt mal. Ich wollte die andere Seite der Frage aufgreifen, weil man wird sicher mit diesen Stimmen, diesen sich radikalisierenden Stimmen in der Wahl auch auseinandersetzen müssen, bevor sie jetzt die wirtschaftliche Lage fundamental geändert hat. Ja. Und deswegen glaube ich, wird man nicht dran vorbeikommen. Ob das jetzt beim Nachbarn, beim Stammtischkollegen im Betrieb oder im Hörsaal populär ist oder nicht, ganz schlicht darauf zu bestehen, dass sozusagen eine Abkehr von diesem Weg der europäischen Integration die ökonomischen Probleme nicht erleichtern, sondern verschärfen würde. Und ich glaube, dafür gibt es ganz viele plausible Argumente. Es haben auch nicht wenige Leute, die aus ganz verschiedenen Ecken des politischen Spektrums kommen, darauf immer wieder hingewiesen. Wenn man sich vorstellt, wir hätten keine gemeinsame europäische Währung gehabt in dieser Wirtschaftskrise, dann hätte diese Wirtschaftskrise dazu geführt, dass einzelne europäische Länder je für sich abgewertet hätten. Das hätte über sehr schnell greifende Hebel die deutsche Industrieproduktion extrem verteuert und möglicherweise zu sehr schnell um sich greifender hoher Arbeitslosigkeit geführt. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft studiert zu haben, um sich das plausibel zu machen. Und deswegen ist, glaube ich, das Erste, dass man den Leuten zwar nicht abspricht, dass es Grund zur Kritik an der ökonomischen Situation gibt, aber dass man als Erstes darauf besteht, dass man sich nicht auf diesen Holzweg begibt, das unter der Überschrift, da müssen wir halt von diesem europäischen Ansatz weg zu diskutieren. Wir brauchen nicht eine Alternative für Deutschland, sondern, wenn ich es so formulieren darf, eine Alternative für Europa. Wir müssen die gemeinsam konstruieren. Und wir haben ein paar Elemente und Instrumente dafür, wie wir das machen können, die wir leider nicht anwenden. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und das andere ist aber sozusagen, ich glaube, ich möchte diese Europawahl nicht führen als vor allem eine Verteidigungskampf gegen die Populisten. Ich möchte nicht, dass wir das Kaninchen sind, das unbedingt auf diese populistische Schlange starren will. Weil du dann gar nicht mehr sozusagen
die Freiheit entwickelst, deine eigenen Alternativen zu formulieren. Und zudem würde ich behaupten, sie sind auch nicht der einzige Gegner, gegen den wir gewinnen müssen. Ich sage es mal vielleicht ein bisschen zugespitzt. Aber wenn diese Politik der Austerität, wie ich sie ganz am Anfang versucht habe zu kritisieren, wenn die einfach weitergeführt wird, wenn Europa eine Weiter-so-Politik macht. Von der CDU habe ich irgendwann mal gelesen, sie wollten unter der Überschrift Weiter-so den Wahlkampf machen. Ja. Wenn Europa eine Weiter-so-Politik macht, dann muss man einfach festhalten, es gibt so viele gute Gründe, unzufrieden zu sein, dass ein Europa, was sich dem einfach verschließt und Weiter-so sagt, die Leute wegtreibt und zu den Populisten hintreibt. Deswegen glaube ich nicht, dass man nur einfach gegen die Populisten kämpfen muss, sondern dass man auch ein Weg der Veränderung beschreiben muss, wo wir identifizieren, was wir in dem, was im Moment läuft, anders haben wollen. Dankeschön. Ich habe 3 Wortmeldungen gesehen, aber da sich hier eine Frau gemeldet hat, werde ich die schön grün üblich vorziehen. Bitte schön. Sehr schön. Ich schließe mal gleich da an. Also Unternehmerinnen denken ja üblicherweise oder sind dazu gezwungen, so zwischen Sparen und Investieren sich aufzuhalten. Und Unternehmerinnen denken ja auch langfristig. Ich denke mal, dass die Bundesregierung sich auch eigentlich in Deutschland in Bezug auf Europa da einer gewissen Vorbildfunktion bewusst sein müsste. Ich würde gerne mal eine Einschätzung von dir wissen, woran das eigentlich liegt, dass die Bundesregierung und da auch gerade die CDU als vermeintliche, zumindest war es mal zu sozialer Marktwirtschaftszeiten, so Unternehmerinnenpartei, sich da nicht zu Hause zu fühlen, beziehungsweise wie gewinnen wir an Einfluss, dass das mal eine grüne Marktwirtschaft wird? Also die CDU gut zu erklären, fällt mir nicht leicht. Ich glaube, da hat sich gepaart eine selbstverständliche Gewohnheit mit einem Mangel an Führungswillen. Man kann ja über die Arbeitsmarktreformen, die wir zu rot-grüner Zeit initiiert haben, auch heute noch verschiedener Meinung sein. Aber jedenfalls war diese Regierung bereit, das anzupacken, wohl wissend, dass es ein heißes Eisen ist. Und wohl wissend, dass sie das vielleicht Unterstützung kostet. Ich erinnere mich noch, dass der Schröder, der jetzt gerade wieder einen Haufen dummes Zeug erzählt, damals gesagt hat, vielleicht verlieren wir sowieso, dann sollten wir wenigstens das Richtige machen. Also da war eine Bereitschaft da zu sagen, lasst uns mal nicht einfach nur den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Und das erlebe ich aber jetzt bei der Bundesregierung ganz anders. Ja, dass da die Neigung, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, vorherrscht. Ja. Also wenn zum Beispiel die Kanzlerin und ganz viele im Kabinett, die haben ja inzwischen, glaube ich, weiß nicht, 3 oder 4 Internetminister oder so, die alle sagen, dass das eine zentrale Herausforderung ist, ja, und dass das vielleicht nicht so toll ist, wenn man da weitgehend von Konzernen sozusagen ökonomisch abhängig ist, die in Silicon Valley ihr Hauptquartier haben oder so. Und dass man da sich Gedanken machen muss. Dann finde ich, ist es schon bemerkenswert, mit wie wenig Ideen, die dann doch trotzdem durch Woche nach Woche kommen. Ja.
Da wird dann so Zeugs erzählt, als wollte man das Internet balkanisieren und irgendwie um Europa oder am Ende noch um Deutschland rum irgendeinen Internetgartenzaun machen, irgendwie damit uns der Ami nicht behelligt oder so. Halte ich für ziemlich skurril. Ja. Und eigentlich müsste man die Frage stellen, was sind eigentlich die Hebel, die umgelegt werden müssen, um Investitionen in diesen Bereichen voranzutreiben. Und da höre ich gar nichts. Und zum Beispiel fangen jetzt die großen Automobilkonzerne an, die ganze Internetwelt in ihre Luxuskarossen reinzuholen, also in diese Premium-Autos. Ja. Ich glaube, Daimler war es, die jetzt einen Vertrag mit Google gemacht haben, die Google-Welt in die Daimler-Autos reinzuholen. Wir haben gerade letzte Woche mit dem Frank Psierske, dem Verdi-Chef, eine Veranstaltung zu Dienstleistungssektoren und ihrer Entwicklung gemacht in Brüssel. Und da hat ein Professor, der sich mit dem Zeugs beschäftigt, gesagt, die merken alle noch gar nicht in der Automobilindustrie, dass sie gerade dabei sind, von der überlegenen technologischen Potenz dieser Internetprovider abhängig zu werden. Und es, wenn die nicht aufpassen, dann wird irgendwann das Auto sozusagen nur noch der Appendix der mobilen Internetwelt sein. Und das hat dann Auswirkungen auf Wertschöpfung und Auswirkungen auf Arbeitsplätze und so weiter und so weiter. Und ich habe den Eindruck, da gibt es eine Art von Wurstigkeit, die einerseits nach dem Motto verfährt, uns geht es ja noch Gold, ne, wo man eigentlich sagen müsste, ja, wenn es dir Gold geht, dann sollst du ja eigentlich jetzt vorbauen, für wenn es mal nicht mehr von selber läuft. Aber da siehst du nichts. Und das andere ist dann, ja, man ist halt gern zu gefallen. Ja. Also die Bundesregierung hatte, was die zukünftigen Standards für Fuel Efficiency, wie heißt es, für CO2-Effizienz von Automobilen betrifft, hatte die Bundesregierung was ausgehandelt im Europäischen Rat. Es war fertig verhandelt. Und da gab es genau zwei Anrufe. Einen von Audi und einen von, ich glaube, Daimler. Und dann war das alles nicht mehr wahr. Und diese Mischung von sozusagen Lobby, liebe Dienerei und sozusagen Selbstgefälligkeit, das charakterisiert meines Erachtens im Moment die Haltung, die Deutschland da auch einnimmt. Das heißt, Deutschland ist da nicht wirklich treibend in irgendeine Richtung, sondern passt immer nur auf, dass nichts gemacht wird, was uns vielleicht im Weg stehen würde oder was uns was kosten würde oder so. Aber lass uns in Ruhe. Unser Exportmodell läuft ja. Und ich glaube, das ist Traumtänzerei. Es gab hier eine Meldung. Kommst du ein bisschen nach vorne, damit dich auch alle besser hören? Das geht ohne Mikro. Heiner von Marschall, ich bin unter anderem aktiv in der Landesarbeitsgemeinschaft Frieden Internationales hier in Berlin. Wir haben als Europa, glaube ich, stehen wir zurzeit vor einer sehr großen sicherheitspolitischen Herausforderung, leicht östlich. Das Stichwort Ukraine ist schon gefallen, speziell zu der Frage Energieabhängigkeit. Ich konnte dieses Manifesto jetzt nur gerade eben kurz überfliegen. Steht ein wunderbarer Satz drin, mit dem man arbeiten kann zur Energiesicherheit. Vielleicht nur ganz kurz, die nahezu bedingungslose Abhängigkeit von Gas und Öl macht die EU korrumpierbar und spielt denjenigen Autokraten in die Hände, die Europas Brennstoffzufuhr kontrollieren. Wir müssen diese gefährliche und schädliche Verbindung kappen. Also ich glaube, kürzer und knapper und richtiger kann man das nicht sagen. Ich weiß nicht, wann ihr das formuliert habt. Aber wenn wir insgesamt reden, wir wissen nicht, wie sich die Situation dort in den nächsten Wochen verändern wird. Könnte ich mir vorstellen, dass wir in den nächsten zwei Monaten vielleicht doch nach konkreteren Antworten gefragt werden, wie wir mit der Situation dort umgehen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Nicht zuletzt mit dem Hintergrund, dass das ja kein Einzelfall ist. Wir haben ein ähnliches Muster schon gehabt in Transnistrien, Moldawien, ähnlich in Südossetien, Abchasien, in Georgien. Was sollen wir den Leuten sagen? Was streben wir für die EU an? Ganz konkret,
auf solche ja tatsächlich konkret vorhandenen Krisen zu reagieren? Ich fange mal mit einer Kritik der EU an und ihrer Ukraine-Politik. Ich glaube, die EU hat in der Ukraine-Politik drei Fehler gemacht. Erstens, sie hat die spezifische geostrategische Rolle dieses Landes und seine historischen Bedingungen und eine interne Diskussion also, zwischen uns, Daniel freut sich gerade. und die Besonderheiten seiner Beziehung zu Russland nicht wirklich in Anschlag gebracht, sondern im Großen und Ganzen so getan, als könnte die Ukraine sich entscheiden, ob sie nach Westen will oder nach Osten. Sie kann aber weder ganz nach Osten noch ganz nach Westen. Das ist nun mal so. Zweitens, die EU hat dramatisch unterschätzt die Entschlossenheit, die neoimperiale Entschlossenheit von Putin. Ich habe eine ganze Menge gute Russland-Experten noch im Kopf, die gesagt haben, das wird nie passieren auf der Krim. Noch vor kurzer Zeit. Was da unterschätzt worden ist, war, wie zentral eine Kontrolle oder jedenfalls teilweise Kontrolle über die Ukraine für das russische Projekt einer Wiederauferstehung Russlands als globale Großmacht ist. Ohne die Ukraine da ein Stück wenigstens einzubeziehen, ist dieses ganze Projekt eigentlich totgeboren. Das ist eine Analyse, die in Moskau so gemacht wird und im Westen auch. Wenn das aber so ist, musste man damit rechnen, dass der Putin mit harten Bandagen einsteigt und mit hohen Einsätzen spielt. Und dann kann man nicht, während Janukowitsch sich jede Woche zweimal mit Putin trifft, aus der EU den Herrn Kommissar Füle dahin schicken. Und wenn Putin die Geldbörse aufmacht und sagt, von mir kriegt ihr 15 Milliarden kostenlos, das heißt ohne Bedingungen, dass wir dann sagen, naja, also wenn ihr jetzt eine längere Liste von Bedingungen, die euch der IWF noch zuschicken wird, erfüllt, dann werden wir auch mal über Geld reden. Ja, in einem Land, das vor der Pleite steht, kannst du nicht sagen, wollen wir mal gucken. Und das Dritte ist, dass das Ganze nur als ein ökonomisches Integrationsprojekt identifiziert worden ist und nicht als ein gesellschaftliches. Und die gesellschaftlichen Spannungen gar nicht wirklich adressiert worden sind. So, aber also, wir sind jetzt nicht schuld an der Krise, weil wir diese Fehler gemacht haben. Das, so will ich nicht missverstanden werden. Aber vielleicht hätten wir es doch besser anders gemacht. Jetzt hat Putin das ausgenutzt. Und ich gehe davon aus, ob de facto oder de jure, für die nächsten 60 Jahre ist die Krim jetzt wieder russisch. Also gut, kann immer was passieren. Aber ich glaube nicht, dass Russland, wo das jetzt eine richtige patriotische Begeisterung auslöst, bei allen möglichen Künstlern, selbst bei der Opposition zum Teil, dass Russland darauf kurzfristig verzichten wird. Ich glaube aber nicht, dass die Absichten der russischen Führung dabei enden. Meine Annahme, Spekulation, wenn ihr wollt, ist, dass Russland versuchen wird, im östlichen Teil der Ukraine, wo das zum Teil jetzt auch schon zu beobachten ist, eine Situation und eine Lage der Instabilität zu schaffen. Ich glaube nicht, bis zum Erweis des Gegenteils, dass Russland jetzt die Absicht hat, die Ostukraine auch zu annektieren. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn sie jetzt die Ostukraine annektieren, zwingen sie Kiew und den Westen, sich dem Westen anzuschließen. Die müssen dann in die EU und in die NATO. Ja? Das kann gar nicht das russische Interesse sein. Ich glaube, was das russische Interesse ist,
die Ukraine so unter Druck setzen zu können, dass jedes Mal, wenn sie sich ein bisschen nach Westen bewegen will, man dann drohen kann, ja, aber dann verliert ihr ja euren Osten. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr Teil des Westens sein oder wollt ihr zusammenbleiben? Und da gibt es einen schönen Satz von dem früheren Schachgroßmeister Nimzowitsch, manchmal ist die Drohung stärker als ihre Ausführung. Weil man die Drohung kann man immer wieder bringen und immer wieder das Land erpressen. Ich glaube, das ist, womit man rechnen muss. Und jetzt ist die Frage, was man dagegen machen kann. Und das Erste ist, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Hebel gibt, mit dem man Putin davon abbringen kann, jetzt sozusagen die Krim an Land zu ziehen. Wobei ich mal offen lasse, ob die jetzt am 21. März tatsächlich beschließen, dass die Krim wieder Russland ist oder das vielleicht noch auf die lange Bank schieben. Es gibt auch Leute, die sagen, die wären doch ein bisschen erstaunt gewesen in Moskau, dass der Westen sich vergleichsweise geschlossen positioniert hat und nicht viel mehr auseinandergelaufen ist in dieser Situation. Ich glaube aber, dass man Moskau signalisieren muss, dass so ein völkerrechtswidriges Verhalten, so eine Aggression einen Preis hat. Und der Preis wird, wenn ich es recht sehe, am Montag steigen. Und da wird heißen, bestimmte Konten werden eingefroren und bestimmte Leute verlieren einen leichten Zugang mit Visen zur EU etc. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass es dann auch noch in wirtschaftliche Sanktionen geht. Und ich glaube, ein Teil des Preises wird auch sein, dass man sehr viel genauer hinguckt, was Gazprom eigentlich in Europa macht. Es gibt ohnehin schon, nicht jetzt wegen dem Zusammenhang, es gibt ohnehin schon ein Monopolverfahren gegen Gazprom, wo man sagt, die halten sich nicht an unsere Gesetze. Es gibt ohnehin schon von Oettinger eine Aussage, die Verträge, die geschlossen worden sind, um die South Stream Pipeline zu bauen, sind mit europäischem Recht nicht vereinbar. Bis jetzt, so habe ich erfragt, war die Haltung der Kommission im Wesentlichen, naja, wenn Gazprom fragt und damit anerkennt, dass sie fragen müssen, dann kriegen sie alle Ausnahmen, die sie wollen. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, dass das passiert. Das könnte auch ein Teil des Preises sein. Also das ist eines, was man klar machen muss. Sowas hat einen Preis. Übrigens, ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass man sich besoffen redet und sich in wer bietet mehr Wettbewerbe reinstürzt. Ja, aber wer behauptet, man könnte sanktionieren und ganz gewiss sein, dass man selber davon nie was spürt, der ist entweder ein Lügner oder hat gar nicht vor, irgendwas zu tun und was zu bewirken. Also das muss man schon in Ansatz bringen. Das Zweite ist aber meines Erachtens viel wichtiger. Wie hilft man jetzt der Ukraine? Und jetzt auf einmal wird europäisches Geld doch etwas schneller auf den Tisch gelegt und wird der Zugang zum europäischen Markt doch etwas schneller eröffnet. Und jetzt auf einmal hat Europa begriffen, ja, die Ukraine braucht jetzt Hilfe. Natürlich bin ich nach wie vor der Meinung, man kann jetzt nicht einfach Geld in einen Schlund werfen. Ja? Weil da ist ja Unterschleif. Das ist eines der korruptesten Länder, die es weltweit überhaupt gibt. Trotzdem wird man wahrscheinlich die eine oder andere Milliarde riskieren müssen. Aber jenseits dessen, dass man denen jetzt wirtschaftlich versucht, auf die Füße zu helfen, und da wäre zum Beispiel Energieeffizienz eine dramatische Hilfe. Wenn man vergleicht das Niveau der Energieeffizienz, die wir in Deutschland haben, zu dem Niveau, das die Ukraine hat, das Verhältnis von 1 zu 17. Wenn man sich nur vorstellt, dass sie ein bisschen davon reduzieren könnten, wäre das ökonomisch eine unglaubliche Erleichterung. Das Dritte ist aber, man muss auch diese gesellschaftlichen Widersprüche adressieren. Ich fand es richtig, dass fast alle bei uns gesagt haben, ihr habt es ja wohl nicht mehr alle, jetzt da dieses Sprachengesetz zu machen, wo plötzlich Russisch nicht mehr als Amtssprache benutzt werden darf. Was ist denn das für ein Quatsch? In so einer Situation noch dazu.
Gut, jetzt haben Sie es nicht in Kraft gesetzt, der Präsident hat es nicht unterschrieben, es giltet nicht, aber sozusagen der Schaden ist politisch angerichtet worden damit. Es gibt ja aber auch andere Probleme. Im ZDF habe ich mehrere Berichte gesehen, wo Leute auf der Straße gefragt wurden, ja, was sie sich denn jetzt so hoffen. Ja, sie hoffen, Russland, da geht die Wirtschaft, da blüht die Wirtschaft auf, wenn Russland kommt. Ja, auch in der Ostukraine. Ich finde, da muss die EU jetzt eine ganz gezielte Politik machen, auch dieser ethnisch-russischen oder russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine klarzumachen, das hat nicht nur für Lemberg was Positives oder für Kiew was Positives, sondern auch für euch. Und das heißt entweder ganz gezielt Projekte machen, mit denen es heißt aber auch Visafreiheit. Im Moment verteilen die Russen Pässe, russische Pässe wie Sauerbier. Jeder, der will, kriegt einen russischen Pass. Dann ist es schon wieder einer mehr, den man schützen kann. Ja. So. Wenn aber der ukrainische Pass was wert wäre, weil man mit dem ukrainischen Pass ohne großes Visa-Tamtam Reisefreiheit in die EU hat, dann würde dieser russische Pass vielleicht nicht so attraktiv sein und diese Unterminierung vielleicht ein Stück weit zurückgedrückt werden können. Also auf der Ebene, glaube ich, sollte man versuchen, da zu agieren. Heiko. Ja. Muss ich mal gucken, wie ich jetzt sozusagen den Bogen wieder zurück sagen, von den Außengrenzen wieder ins Zentrum finde. Wobei, eine Brücke hast du natürlich eben nochmal angedeutet mit der Frage Glaubwürdigkeit wirtschaftlicher Entwicklungspotenziale durch die EU. Also wenn ich mir mal versuchen würde vorzustellen, ich hätte aus der Außenperspektive in den letzten Jahren EU-Politik und Troika-Politik in Südeuropa angeguckt und würde jetzt sagen, das ist aber das Modell, mit dem jetzt Länder richtig entwickelt werden, hätte ich da wahrscheinlich so ein paar Zweifel. Und du hast es ja angesprochen, Glaubwürdigkeit natürlich nicht nur der EU-Institution, sondern vor allem eben auch der Mitgliedstaaten, was eigentlich den Willen angeht, diesen Binnenmarkt tatsächlich mal mehr zu machen als eben einen Binnenmarkt. Ich möchte mal so ein bisschen, weil ich ja auch als Gewerkschafter hier quasi nochmal angesprochen worden bin, mal versuchen, so ein bisschen die Stimmungslage, wie ich sie wahrnehme. Also es ist jetzt keine abgesegnete Position, die ich hier jetzt sozusagen vorstellen kann. Also es erstaunt, glaube ich, nicht so wahnsinnig, dass die Begeisterung, mit der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter jetzt in diesen Wahlkampf ziehen, etwas gebremster ist, als es bei der Bundestagswahl war, um es mal freundlich zu sagen. Und das hängt, glaube ich, schon auch nach wie vor damit zusammen. Und ich glaube, das hat sich jetzt wirklich mit dieser Troika-Politik in den letzten Jahren nochmal oder mit dieser Wahrnehmung von EU-Politik auch in anderen Ländern nochmal verstärkt. Also auf der einen Seite stelle ich eigentlich fest, dass Europa zunehmend wichtiger wird, auch in gewerkschaftlicher Alltagspolitik. Die EVG hat vor kurzem zu einer Demonstration nach Brüssel mobilisiert zum Thema viertes Eisenbahnpaket. Kann man sich streiten, ob sozusagen aus grüner Sicht sicherlich, ob das jetzt berechtigt war oder nicht. Aber interessant war, dass im Grunde genommen eigentlich davon ausgegangen ist, naja gut, dann fahren da die Nordrhein-Westfalen, die Rheinland-Pfälzer und die Baden-Württembergerinnen. Es gab bundesweit Anfragen nach Bussen. Es sind viel mehr Leute hingefahren als gedacht. Und das ist für mich eigentlich so ein Indiz dafür, dass wir langsam als Gewerkschaften dahin kommen. Also ein Kollege hat mal so schön gesagt, wir müssten eigentlich dazu hinkommen, dass wenn die Bundespolitik irgendein Gesetz beschließt, was uns nicht passt, dann demonstrieren wir gegen dieses Gesetz. Wir diskutieren aber nicht, ob Berlin aus der Bundesrepublik austritt.
Wenn wir bei europäischen Regelungen darüber diskutieren, dann orientieren wir uns eben gerade oftmals nicht an den einzelnen Maßnahmen, an der Politik, die konkret in Brüssel gemacht wird. Und das ist, glaube ich, der Schritt, der eigentlich in Gewerkschaften weit vorangeschritten ist, aber wo momentan vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Osteuropa und auch eben natürlich jetzt nochmal in Südeuropa das Gefühl da ist, bringt das was? Können wir das eigentlich, also können, ist dieses soziale Europa, was ja irgendwie seit ewigen Zeiten als Ziel genannt wird, wie realistisch ist eigentlich dieses soziale Europa? Und ich würde mal die These wagen, das, was du vorhin ein Stück weit kritisiert hast, die Lobbypolitik, die jetzt auch in Bezug auf Industriepolitik zum Teil von Gewerkschaften mitgetragen wird, ich sage ausdrücklich zum Teil, es ist nicht so, dass es Common Sense überall wäre. Aber ich würde das schon ein Stück weit auch so interpretieren, dass es im Grunde genommen ein Rückzug ist auf ja, ganz klare Interessenvertretungen, die insbesondere von starken Betriebsräten in entsprechenden Branchen, Energie, in Chemie, in Automobil, vorangetrieben wird, wo das sozusagen, wo man sich quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, an das Erfolgsmodell europäischer Lobbypolitik in Brüssel eigentlich ein Stück weit anschließt, anstatt eben tatsächlich daran zu arbeiten, welchen sozialen und Arbeitsmarktrahmen brauchen wir eigentlich für dieses Europa, weil da ist, ich sag mal, in Gewerkschaften ist schon sehr klar, dass unser Bündnispartner, wenn es einen gibt in Europa, das Parlament ist bisher. Insofern wird es natürlich auch eine Mobilisierung geben, aber die Einschätzung, dass sozusagen dieses, also dass auf europäischer Ebene da tatsächlich eine soziale Politik gemacht werden kann, und dafür nationale Zuständigkeiten preiszugeben, die ist momentan, glaube ich, sehr gering ausgeprägt. Und das ist, das sehe ich als große Gefahr. Ich glaube, wie gesagt, auch, dass es durchaus Gegentendenzen gibt, die man da stabilisieren kann. Aber muss ich dich ja nicht großartig katholisch machen. Aber ich glaube, das ist eigentlich die zentrale Herausforderung für diese Europawahl. Wir müssen tatsächlich deutlich machen, dass dieses Europäische Parlament zumindest einen wichtigen Gegenpart nochmal gegenüber einer Politik machen kann, die eben dafür steht, was in den letzten Jahren passiert ist, was wir in Griechenland, in Spanien etc. gesehen haben. Und da stimme ich dem übrigens völlig zu. Eine Politik, die jetzt sich nur gegen rechts richtet, ist da deutlich zu wenig. Aber das soziale Europa muss endlich mal konkreter werden. Und vor dieser Aufgabe stehen wir auch innerhalb der Gewerkschaft. Also jetzt hast du mich als Gewerkschafter herausgefordert, der ich auch bin. Ich sehe die Rolle der Gewerkschaften nicht besonders rosig in dieser ganzen Geschichte. Und ich fange mal mit der Parole vom sozialen Europa an. Die wird durch die Lande getragen wie eine tibetanische Gebetsmühle. Und gleichzeitig ist kein Mensch bereit, etwas an dem Umstand zu ändern, dass die wesentlichen sozialen Sicherungssysteme nach wie vor national bleiben. Und es gibt keine Gewerkschaft, die bereit wäre, auch nur darüber nachzudenken, dass man irgendwas europäisiert. Und es wäre auch unpopulär, wenn sie es machen würde. Und ihre Wählerschaft oder ihre Mitgliederbasis würde sie wahrscheinlich verdreschen. Jedenfalls ausweislich der Umfragen, die ich kenne. Es gibt bis jetzt nirgends in Europa eine Mehrheit dafür, dass man die wesentlichen sozialen Sicherungssysteme irgendwie europäisch integriert. Aber nationale Systeme zu haben und dann von sozialem Europa zu reden, das ist eigentlich, sage ich mal ganz bösartig, ziemlich hundsföttisch. Weil man formuliert eine Aufforderung an Europa, irgendwie Europa sei sozial, ja, aber Europa hat nichts in der Hand, um das zu erfüllen, na, ist natürlich am Schluss Europa schuld. Jetzt ist Europa natürlich, jetzt habe ich übertrieben, und es ging auch nicht gegen dich, aber es wird das als Billiger Jakob benutzt, dieses soziale Europa. Es gibt eine entscheidende Stelle,
in der meines Erachtens die europäischen Gewerkschaften strategisch versagt haben, schon eine ganze Weile her. Bei der Einführung des Binnenmarktes hat Jacques Delors, der ein Sozialist aus Frankreich war, den Gewerkschaften vorgeschlagen, nicht nur einen Binnenmarkt zu schaffen, sondern auch einen europäischen Sozialraum. Und damals haben die Gewerkschaften im klassischen Konservatismus, der sie damals geprägt hat, vorgezogen, jeder verteidigt seinen eigenen Stiefel. Und das, was Delors vorausgesehen hat, ist genau eingetreten, dass sie damit jeweils den Kürzeren ziehen gegenüber den sich über den Binnenmarkt organisierenden Marktkräften. Jetzt gibt es außerdem noch, um das auch noch kritisch zu sagen, ganz wenig Handlungsfähigkeit der europäischen Gewerkschaften. Ich war auf mancher Brüsseler Demonstration, wo noch nicht mal gegenüber von der Kommission der runde Platz zur Hälfte gefüllt war. Wenn da viel sind, sind 500. Und wenn ich dann ins Internet gucke und es gibt vom Europäischen Gewerkschaftsbund einen europaweiten Aufruf zur Demonstration, da wird faktisch in Spanien, Griechenland, Italien und dann noch dort, wo Verdi stark ist, demonstriert und sonst nirgends in Deutschland und in den nordischen Ländern. Und manche machen gar nicht mit. Und das gilt auch für den DGB. Der Michael Sommer hat dieser europäischen Ebene der Gewerkschaftspolitik nicht so viel Bedeutung eingeräumt. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird mit dem Nachfolger, weil der Kollege Hofmann lange in Brüssel war und Europa ernst nimmt und Europa europäisch denkt. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen jetzt, dass der DGB jetzt einen sich von der IG Chemie holt, der so drauf ist wie der Hofmann. Also da setze ich viel Hoffnung drauf. Und dann müssen sich die Gewerkschaften aber auch an ein paar schwierige Themen rantrauen. Wir haben bei den Grünen diskutiert, ob wir in die europäische Arbeitslosenversicherungen aller Länder ein gemeinsames europäisches Element einbauen wollen. Wo nicht jetzt die Arbeitslosenversicherung insgesamt europäisiert wird, überhaupt nicht, sondern wo ein Teil der Beiträge, die du zahlst, sozusagen dann als automatischer Stabilisator jeweils dort, wo die Arbeitslosigkeit im Moment größer ist, aushelfen können. Es gibt nichts, was bei den Gewerkschaften unpopulärer ist als dieser Gedanke. Und zwar nicht bei den Funktionären bloß, sondern auch bei der Basis. Was? Für die sollen wir zahlen? Da wird nicht genug gearbeitet. Ich kenne ein paar, die es wollen. Ich kenne ein paar, die diese Diskussion wollen. Aber das muss man jetzt auch mal sozusagen so beschreiben. Und ich sehe im Moment 4 Ansatzpunkte, wo man vielleicht was Soziales Europa auch sein könnte, konkret machen kann in dem Wahlkampf. Das eine ist Jugendarbeitslosigkeit. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Ist ein europaweites Thema, kann man gut anpacken. Wir haben die höchste Jugendarbeitslosigkeit, die wir je hatten seit dem Krieg. Wir haben in manchen Ländern eine dramatisch hohe Jugendarbeitslosigkeit. Insgesamt ist es über 20% in der EU. Und wir haben dann eine sogenannte europäische Jugendgarantie. Die, das ist auch wieder so ein gefährlicher Begriff. Europa garantiert irgendwas. Ja, aber das Geld, was zur Verfügung gestellt wird, reicht gerade mal aus für 137 Euro pro Kopf und Jahr. Ja. Mehr ist leider nicht zu finden, weil es ja nicht um Banken geht. Und an der Stelle, finde ich, kann man Kampagne machen. Da kann man das soziale Europa konkretisieren. Zweiter Punkt, wo man das soziale Europa konkretisieren kann, meines Erachtens ist die Frage Steuergerechtigkeit, Steuerflucht, Steueroasen und sozusagen Verhinderung, dass die Länder sich gegenseitig einen Steuerdumping-Wettlauf leisten. Das ist auch eine gemeinsame Erfahrung von ganz Europa. Und das ist inzwischen sogar schon so, dass eine Reihe von konservativen Finanzministern, weil sie nämlich inzwischen richtige Schwierigkeiten haben, ihre Budgets zu finanzieren, selber auf produktive Ideen kommen. Also da kann man meines Erachtens was bewegen. Ein dritter Punkt, wo es um soziales Europa auch geht,
ist diese Debatte um das transatlantische Freihandelsabkommen, wo sich jetzt gerade der Kollege Wetzel von der IG Metall relativ deutlich geäußert hat, deutlich kritisch geäußert hat, während bis jetzt von außer Verdi noch nicht so viel zu hören gewesen war. Da fängt jetzt was an. Fängt jetzt was an, hoffentlich. Ich freue mich, dass irgendwann die IG Chemie auch noch dazu kommt. Und da geht es um zentrale Standards, soziale Standards auch, die man verteidigen muss. Also das wäre aus meiner Sicht auch ein Element, um das man in diesem Europawahlkampf kämpfen kann unter der Parole oder unter Fahne Soziales Euro. Das vierte, was ich nennen würde, ist, sich konkret zu kümmern um die Situation derjenigen, die über Grenzen hinweg arbeiten oder sozusagen mal in dem Land und dann Rentenansprüche haben und mitnehmen wollen oder so. Also diese Realität einer europäischen Arbeitsexistenz sozusagen rechtlich so gestalten, dass es für die betroffenen Menschen nicht eine unglaubliche bürokratische Hürde wird oder sozusagen sie ständig in Gefahr sind, irgendwelche Ansprüche zu verlieren. Das scheinen mir die vier konkreten Sachen, die man in diesem Wahlkampf meines Erachtens nach vorne rücken könnte. Ich glaube, was die Troika betrifft, weil du damit angefangen hattest, da hat diese Woche das Europaparlament gute Beschlüsse gefasst. Sehr kritische Beschlüsse kann ich nur empfehlen, sich die anzugucken, wo wir sehr klar sagen, dass das, und zwar mit deutlicher Mehrheit sagen, dass diese Art von Politik machen für uns nicht akzeptabel ist. Nicht nur unter sozialen, sondern auch unter demokratischen Gesichtspunkten. Bevor ich Ihnen das Wort gebe, habe ich mich selber auf die Liste gesetzt. Ich möchte die Debatte gerade mal bewusst einmal zum Durchatmen um 2-3 Niveaustufen runterholen, ausnahmsweise in den Wahlkampfmodus rein sozusagen. Und zwar würde ich gerne wissen, vorhin hat Christoph Willinger nach den 5 Marmeladengläsern gefragt und wollte wissen, wofür man dich wählen sollte. Ich würde das mal so zusammenfassen. Du bist jemand, der tatsächlich grüne Wirtschaftspolitik kann, der europäisch denkt. Und das Dritte, was ich noch sagen will, und das finde ich im Moment schon sehr hilfreich, du kannst auch Orientierung bieten für das, was bei diesen ganzen komplexen Problemen, in denen wir uns bewegen und über die wir auch heute Abend diskutieren, wo Lösungen, wo Wege sein könnten. Das ist etwas, was mich persönlich beruhigt und wenn ich dich direkt wählen könnte, mich dich schon wählen lassen würde. Aber ich würde dich bitten, jetzt mal ein Stückchen populistischer zu werden, nur mal für eine Antwort. Und einfach zu sagen, 5 Gründe, bitteschön, warum die Leute grün wählen sollen. Und zwar diesmal, denn vieles von dem, was du diskutierst, braucht sehr viel Vermittlung erstmal, kann nicht jeder sofort erklären oder wird nicht unmittelbar mit Grün verbunden, was man beim Thema Soziales Europa ja immer wieder feststellt. Selbst wenn wir da viel reden, wird es gar nicht als allererstes mit uns verbunden. Also 5 Sachen, warum man Grüne wählen sollte. Und dann gebe ich dann gerne wieder mal auf ein anderes Niveau zurück. Ganz zentral. Nicht nur für Grüne, aber auf jeden Fall für uns und für Europa, zumal ist der Kampf um die Energiepolitik. Da tobt wirklich ein Kampf um die Grundorientierung der Energiepolitik und der Klimapolitik. Und da brauchst du die Grünen, das ist sozusagen das, was wir immer gesagt haben, aber es ist in diesem Moment außerordentlich aktuell. In Großbritannien versucht die Regierung durchzusetzen, dass 70 Milliarden Steuersubventionen für Fracking zur Verfügung gestellt werden. Für neue Atomkraftwerke soll ein subventionierter Strompreis garantiert werden für die nächsten 35 Jahre auf einem Niveau, was zweimal so hoch ist wie heute noch das beste, also das teuerste Photovoltaikkraftwerk kriegt. Und so weiter. Es wird versucht, die deutsche Energiewende so rückabzuwickeln, dass die ganze Richtung Dezentralisierung und Bürgerbeteiligung, dass das platt gemacht wird. Und es wird versucht, die ganzen Energie- und Klimaziele insgesamt in Zweifel zu ziehen. Also ich behaupte, das ist, wenn ich einen Kampf zu identifizieren habe, der die allergrößte Rolle spielt, dann meines Erachtens dieser, weil ganz viel ökonomisch, gesellschaftlich, demokratisch und von der Perspektive her an dieser Energiefrage zusammenläuft. Zweiter Punkt,
der meines Erachtens, wo wir eine ganz besondere Rolle spielen, ist die Frage, ja, ich sage jetzt mal Massenüberwachung. Also diese ganze, was oft unter dem Kürzel NSA thematisiert wird. Was ist ein Bürgerrecht eigentlich noch wert in einer, digitalen Gesellschaft? Ich glaube, Datenschutzregeln aufzubauen, Bürgerrechte so zu implementieren, dass sie auch noch in der digitalen Zeit gelten, das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Ich behaupte sowieso, neben der Umweltverantwortung ist die Verantwortung für Freiheit und Emanzipation das zweite Kernmotiv der Grünen. Das ist immer von Anfang an zentrale Rolle gespielt hat. Und meines Erachtens ist im Moment diese Frage, gibt es eine Digital Bill of Rights oder gibt es nur noch Abwehrkämpfe, die wir demnächst einen nach dem anderen verlieren? So, ist meines Erachtens von großer Bedeutung, weil wir stehen erst am Anfang der digitalen Durchdringung aller unserer Lebensbereiche. Das, was wir jetzt als sozusagen furchtbare Zumutung erleben, was auch eine ist, ist sozusagen gar nichts gegenüber dem, was sozusagen an Durchdringung aller Lebensbereiche noch auf uns zukommt. Und wenn wir jetzt diesen Schritt nicht hinkriegen, das ist der zweite entscheidende Punkt, den ich formulieren würde. Dritter Stelle würde ich über Flüchtlinge reden. Ich wundere mich manchmal, wie wenig das bewirkt, was der Papst in Lampedusa gesagt hat. Da ist er da als Radikalinski aufgetreten, ja, als humanitärer, stockkonservativ-katholischer humanitärer Radikalinski. Ja. Und alle weitgehend hat die europäische Christenheit so getan, als hätte sie es überhört. Ich finde aber, das ist unakzeptabel. Und es zersetzt den Wertekern der europäischen Gemeinschaft, wenn man das so gehen lässt. Rebecca Harms war ein bisschen mehr als ein Jahr in Griechenland und hat ein Flüchtlingslager besucht und schreckliche Zustände und hat sich dann erzählen lassen von den Bürgerrechtsgruppen, das ist das Allerbeste, was es überhaupt gibt. Also, das sind unvorstellbare Zustände und ich finde, sozusagen, das kann uns nicht in Ruhe lassen, da müssen die Grünen. Es gilt aber auch, nicht nur jetzt für Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen oder aus Syrien, das gilt für Roma, die innerhalb der EU sich bewegen wollen, das gilt für diese perverse, populistische Hetze gegen Binnenmigration innerhalb der EU. Ich finde, das ist das Dritte, was ich ins Zentrum rücken würde. Als Viertes würde ich nennen Landwirtschaft und Verbraucherschutz und Agroindustrie und Gentechnik und anständige Tierhaltung und diesen ganzen Bereich. Da haben wir leider bei der Agrarreform, die jetzt beschlossen worden ist, nicht so viel hingekriegt, wie wir uns vorgenommen haben. Da waren auf dem Papier ein paar mehr Hoffnungen, als sich dann hinterher realisieren ließen. Aber ich glaube, das ist eine ganz zentrale Ausnahme. Also sehe ich auch niemand, der das vertritt, außer den Grünen, der da wirklich, wirklich verlässlich ist. Und das Fünfte, das ist nach wie vor, und das ist aus meiner Sicht eben nicht nur Nummer 5 im Sinne eines Rankings, sondern es gehört in jede zentrale Liste dazu, wenn du nicht beantworten kannst, wie für diejenigen, die ausgegrenzt sind oder sozusagen, die sich nicht mehr vorstellen können, dass ihre Kinder mal eine bessere Zukunft hatten, als sie jetzt selber erleben, so, wenn du denen keine Perspektive bieten kannst, hast du politisch nichts zu sagen. Und ich glaube, dass wir deswegen, das ist aber dann, wo ich dann diese Chiffre Green New Deal dafür stellen würde, sozusagen eine Politik, die soziale Integration, soziale Einbeziehung der Menschen, makroökonomische Reregulierung, also Banken an die Leine legen und so weiter, Bankenunion und eine andere Wirtschaftspolitik und Industriepolitik,
die Investition, das haben wir am Anfang diskutiert, das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall in diesem Fünfer, in dieser Fünfergruppe dabei. Dankeschön. Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Das an hier, hört ihr mich? Ja. Bernd Hattesur, Bürgerforum Eurodistrikt aus Straßburg. Ich hatte mir eigentlich so eine ähnliche Richtung vorgenommen, wo es jetzt schon lang ging. Und ich wollte sagen, ich möchte euch ganz gerne wieder wählen. Und damit ich euch wieder wählen kann, ihr lieben Grünen, erwarte ich eigentlich von euch mehr Konzentration auf ganz wichtige Kernthemen, nämlich grüne Kernthemen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Und es reicht nicht, dass ihr die einfach so benennt, sondern ihr müsst sie wieder in den Vordergrund holen. Und ihr müsst eine Offensive starten. Ja? Die ganze Atomkraftwerksgeschichte ist nicht damit abgetan, dass Frau Merkel hier eine Energiewende ausgerufen hat. Du hast es ja schon beschrieben. Es gibt Rückwärtsbewegungen sogar bei uns in Deutschland. Aber europaweit werden zunehmend Kernkraftwerke sogar in unmittelbarer Nähe zu Deutschland weitergebaut. Das heißt, hier brauchen wir eine echte Offensive, nicht innerhalb Deutschlands so sehr, sondern europaweit. Ja, aber richtig stark. Der ganze Atomabfall. Ja, wir haben die Meere voller durchrostender Nuklearabfälle. Da wird ab und zu mal was auf Arte berichtet. Ja, gestern kam im ZDF eine Sendung, eine Wissenschaftssendung um, ich weiß nicht wie viel Uhr, die meisten waren wahrscheinlich schon im Bett, 23 Uhr oder sowas. Da ging es genau um das Thema, diese Dinger verrosten da und die Wichtigkeit, also nichts gegen die Frage oder die Wichtigkeit des sozialen Europas, mit dem wir uns jetzt hier lange beschäftigt haben, ganz klar, ganz eindeutig, dass das auch eine hohe Relevanz hat für die Integration Europas. Aber wenn diese Fässer da durchrosten, ja, dann und das tun sie schon jetzt, da gibt es Kameraaufnahmen davon, dass die ersten durchgerostet sind, dann wird unsere Nahrungskette innerhalb relativ überschaubarer Zeit abreißen hier. Ja, also meine Kinder und deren Kinder, ob die sich noch annähernd so ernähren können oder überhaupt ernähren können, wenn diese Fässer durchrosten, ist eine große Frage. Ich höre da sehr wenig von euch in der Richtung und das ist ein grünes Kernthema. Warum macht ihr da nicht stärker Druck? Das Gleiche gilt für die ganzen Waffen, chemischen Waffen, die in, weiß nicht in welchen Zeitabständen, aber ich glaube seit vor dem Zweiten Weltkrieg in den Meeren gelandet sind. Ja? Auch Riesenmengen von Chemiewaffen, die einfach verklappt worden sind und die da vor sich hinrosten. Und so gibt es noch etliche weitere Themen, die irgendwo eingeschlafen zu sein scheinen. Und jetzt nochmal zu dem Thema Wirtschaft. Du hast das da so ein bisschen abgetan mit Alternative zu Wachstum, Wachstumsdoktrin. Ich glaube, die Frage ist nicht abgeschlossen. Ja, ich glaube, wir brauchen tatsächlich immer noch eine Alternative, auch wenn es mühsam ist, nach einer Alternative zu unserem Wachstumsgedanken zu suchen. Es gab vor einem Jahr, so viel ich weiß, eine Enquete-Kommission im Bundestag, die sich damit beschäftigt hat, aber die ist quasi ohne Ergebnisse wieder dicht gemacht worden. Ja, also jedenfalls ohne greifbare, ohne Ergebnisse, wo irgendjemand in der Öffentlichkeit hätte sagen können, oh, die haben da Ideen entwickelt. Ja, also das ist doch auch eine Angelegenheit. Und dann habe ich mir noch ein paar andere Dinge notiert. Warum macht ihr euch nicht viel, viel stärker gegen diese ungeheuerlichen Waffenexporte? Ja, Arbeitsplätze, klar, ja. Inzwischen seid ihr Grünen auch natürlich eine Partei des Mittelstands, beziehungsweise wir sind wir wahrscheinlich alle hier oder größtenteils auch Bourgeois geworden. Ja? Klar, wir wollen auch unseren Wohlstand halten, aber dürfen wir unseren Wohlstand aufrechterhalten und gleichzeitig derartig Waffen produzieren und sie dann in die Krisen reinschicken? Also das ist ja inzwischen bekannt, dass wir das tun. Ich finde, ihr Grünen müsst euch dagegen stärker wehren. Und dann habe ich noch so ein paar andere Punkte, aber ich möchte noch einen nennen. Ja, und zwar noch einen, ja?
Und zwar, ihr seid aus einer Bürgerbewegung entstanden, ja? Und ich finde euch zu wenig bürgernah einerseits und dass ihr euch zu wenig stark macht für Partizipation, gerade auch auf europäischer Ebene. Da finde ich, muss auch noch mehr geschehen. Ja, dankeschön. Also ich sage dir jetzt mal gleich, ich finde deine Kritik ziemlich geschmäcklerisch. So wie bei Eurovision, ja, sitzt da im Fernsehsessel, ja, und hörst da die verschiedenen Stücke an und sagst, das gefällt mir jetzt nicht, das gefällt mir ein bisschen besser, der hätte noch das hohe C besser treffen können, ja. So, irgendwie so geht's nicht. Ich meine, kann man zwar machen, aber ich finde es nicht produktiv. Ja, wenn du jetzt gesagt hättest, wo kann ich bei euch mitmachen, um das und das und das zu machen, dann hätte ich gesagt, okay, da lass uns drüber reden. Ja. Aber die Grünen sind nicht eine Agentur, sozusagen, die du mit deiner Stimme beauftragen kannst, jetzt mal die Welt in Ordnung zu bringen für dich, sondern die Grünen sind ein Verband von Leuten, die versuchen, was zu ändern und darauf angewiesen sind, dass andere mitmachen. Das war das Erste. Und du hast eine ganze Reihe von Themen aufgezählt, die alle wichtig sind. Und hast bei jedem einzelnen Thema gesagt, wie wichtig es ist. Und da kommst du natürlich genau in dasselbe Problem, in dem wir auch sind. Alles ist total wichtig. Aber du kannst aber immer nur begrenzt viel gleichzeitig machen. Und was ich jetzt, wovon ich nichts halte, und ich glaube, die Phase ist für die Grünen rum, dass man sich versucht so zu orientieren, dass man sagt, da gibt es ein paar Themen, die sind für die Grünen wichtig und andere sind für die Grünen irgendwie nicht wichtig. Also, nein, das werfe ich jetzt auch nicht vor. Sondern ich glaube, die Grünen müssen eine Orientierungspartei werden wollen oder sein wollen. Das heißt, eine Partei, die in den verschiedensten Bereichen Antworten anzubieten hat und natürlich versucht, es zu integrieren. Natürlich ist es so, dass bei den Grünen bestimmte Sachen immer besonders erwartet werden. Wenn bei den Grünen das Ökologische nicht groß geschrieben wird, zahlen sie den Preis. Ja, ein paar Politologen haben sich die Bundestagswahl angeguckt und sind zum Ergebnis gekommen, sagen, es hat uns geschadet, dass die Energiethemen nicht so prominent im Zentrum standen, wie sie nach Meinung von Leuten, die uns sonst gewählt hätten stehen sollen. Muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Also an bestimmten Stellen musst du Flagge zeigen. Dass wir in der Energiepolitik keine Flagge zeigen, kannst du ernsthaft nicht behaupten. Und jetzt gerade auch auf europäischer Ebene gegen diese europäischen Atommafia gibt es wahrscheinlich überhaupt nicht viele, außer die das so engagiert machen, wie zum Beispiel Rebecca Harms. Es gibt noch kein Atomkraftwerk, das sie nicht dreimal oder siebenmal umrundet hat, wie die Israeliten Jericho. Ja? So, davon sind sie nicht alle eingefallen, ja? Aber sozusagen, sie kennt sie alle ziemlich genau, ja? Und kennt alle die Leute, mit denen man zusammenarbeiten muss, um da was hinzukriegen. Genauso mit den Waffenexporten. Halt mal bitte keine Sonntagsreden, dass wir nicht für Waffenexporte sein sollen. Das ist einfach völlig überflüssig, weil es gibt niemand, der so entschieden gegen diese Waffenexporte im Europäischen Parlament eintritt wie wir. Das macht die Barbara Lochbieler, die früher mal Generalsekretärin von Amnesty war. Das habe ich gemacht, das haben wir zusammen gemacht. Das macht meine Kollegin aus Finnland, Taija Kronberg. Das ist ein Thema, an dem wir ziemlich arbeiten. Und da lasse ich mich überhaupt nicht für bürgerlich erklären, in dem Sinne, dass ich jetzt für Waffenexporte wäre. Und was die Partizipation betrifft, da muss man einfach Sachen zur Kenntnis nehmen. Ein Kollege aus meiner Fraktion, der Gerald Häfner, der dem einen oder anderen bekannt ist, darüber, dass er auch bei Mehr Demokratie gearbeitet hat, ein langer Vorsitzender von diesem Verein Mehr Demokratie war und immer für direkte Demokratie eintritt, hat mitgewirkt daran, dass auf europäischer Ebene dieses neue plebiszitäre Instrument der europäischen Bürgerinitiative bürgerfreundlicher geworden ist. Und dieses Instrument kann, wie die Praxiserfahrung zeigt, genutzt werden.
Es hat eine erfolgreiche sogenannte europäische Bürgerinitiative gegeben. Das ist jetzt mal banaler formuliert, einfach eine weit gestreute Unterschriftensammlung mit der Forderung, dass die Europäische Kommission eine bestimmte Sache lassen soll oder machen soll. Und der Gegenstand von dieser Sache, von dieser Bürgerinitiative war die Dienstleistungsrichtlinie, wo ein Herr Kommissar Barnier aus Frankreich, in dessen Heimatland die Wasserversorgung sowieso privatisiert ist, der Meinung war, das schadet nichts, wenn das jetzt durch die Hintertür in Deutschland auch passiert. Und da haben nun an der gesellschaftlichen Basis vom CSU-Gemeinderat bis zum linken Gemeinderat und alle Grünen mit bei und Verdi und alle möglichen Bürgerinitiativen so ein Terz gemacht und über 1 Million Unterschriften gesammelt und das so hochgezogen, das Thema, dass an der Stelle der Herr Barnier einen Rückzug angetreten hat. Und mit entscheidend gekämpft an der Stelle hat die Kollegin Heide Rühle aus Baden-Württemberg, die in dem zuständigen Ausschuss saß. Das heißt, an den Punkten, die du konkret angesprochen hast, kann ich dir praktisch für jeden eine Kollegin oder einen Kollegen aus der Fraktion nennen, die wirklich Erfolge in diesen Kämpfen vorweisen können. Jetzt musst du aber auf der anderen Seite auch sagen, okay, wir haben Grüne, Fraktionen, sind nicht nur Grüne, sind auch ein paar Regionalisten dabei, insgesamt 58 von 751, das sind 7% gewesen, das letzte Mal. Und wir haben grüne Abgeordnete nur aus 12 von 28 EU-Ländern. Wir haben Regierungen, in denen Grüne beteiligt sind, nur in 3 von 28 EU-Ländern. Wir haben keinen Kommissar von 28 Kommissaren. Also ein Stück weit hängt es auch schlicht von der Masse ab. Ja, von der Masse des Gewichts, das du in Stellung bringen kannst. Und an der Stelle ist dann die Frage einfach, die Grünen zu stärken. Ich weiß nicht, wie es anders gehen soll, aber ich habe da ein gutes Gewissen an allen den Punkten, die du angesprochen hast. Nee, ich habe nämlich keine Wortmeldung mehr. Jetzt gibt es doch noch eine. Dann würde ich sagen, die letzte Zeit, wir haben nicht mehr viel davon. Ist das in Ordnung? Würde ich denjenigen vorziehen, der bisher noch nicht gesprochen, kritisiert, gefragt hat. Aber mit der Bitte, es kurz zu machen. Ich teile das, Reinhard, was du gesagt hast, Kritik an der EU-Position. Ich habe das im November, Dezember nicht so verfolgt. Wie war damals die Haltung zu dem Assoziierungsabkommen? Ist das damals in der gleichen Weise auch formuliert worden von Seiten der Grünen-Fraktion? Und wie denkt ihr das in den nächsten Wochen, auch im Wahlkampf, das wird ja vermutlich noch eine Rolle spielen, zu formulieren. Damit verbunden als zweites, ich habe Spiegel Online und Süddeutsche gelesen, dass es einen Antrag im Europaparlament gab, das von Rebecca Harms zusammen mit den Konservativen, ob das zutrifft, weiß ich nicht, dass Schröder sich nicht mehr öffentlich äußern soll zum Thema Ukraine und Krim. Ich fand das ziemlich albern, muss das mal so deutlich sagen. Auch ziemlich ungrün. Und ich finde das eine gewisse Hypothek, falls das Thema Ukraine weiter eine Rolle spielen sollte im Europawahlkampf. Also Rainer, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was unsere Position jeweils in dem Oktober und im November gewesen ist. Nein, ich kann es aber nicht sagen, wirklich, weil ich mich mit dem Thema damals nicht intensiv befasst habe. Aber ich glaube, wenn man redlich ist, muss man sagen, auch bei uns ist die ganze Komplexität dieser Verhältnisse vielleicht nicht ganz im Blick gewesen. Übrigens, ich habe auch nicht den Eindruck, dass es hier in Berlin insgesamt anders gewesen wäre. Ich glaube, dass sich da was widerspiegelt, was zu den großen Schwächen der EU gehört. In der Nabelschau sind wir grandios, im Zweifel auch im Streit untereinander oder im Fingerhakeln sind wir ganz große Klasse. Ja. Aber wenn es darum geht, sozusagen über den Tellerrand zu gucken und zu reflektieren darauf, dass die EU eine globale Verantwortung hat, ob wir es wollen oder nicht, eine globale Rolle spielt, ob wir es wollen oder nicht, und dass sie zum Teil ihre eigenen Probleme nur Herr werden kann, wenn sie ihrer globalen Verantwortung nachkommt,
offenkundigstes Beispiel Klimawandel. Ja, das ist etwas, was unterentwickelt ist. Während die Wähler, die europäischen Bürgerinnen und Bürger, seit vielen Jahren immer drei Prioritäten haben, wenn du sie fragst, was wollt ihr von Europa? Wir wollen Sicherheit, das ist die außenpolitische Dimension, Europa soll mit einer Stimme sprechen. Wir wollen ökonomische Kooperation und wir wollen verantwortliche Klimapolitik, weil man das nicht national machen kann. Das ist eine relativ vernünftige Agenda, würde ich sagen. Aber an der einen Stelle, sozusagen Europa soll nach außen mit einer Stimme sprechen, sind wir ziemlich schlecht gewesen. Und ich muss sagen, nachdem ich vorhin die EU kritisiert habe, dass das, was jetzt stattgefunden hat, seitdem Putin da auf Aggression geschaltet hat, meines Erachtens viel besser war, als ich erwartet hätte. Und dass da ein hohes Maß an Gemeinsamkeit zustande gekommen ist. Es gab klare Signale. Sie haben es geschafft zu verhindern, dass die Polen die Heißsporne sind und die Deutschland die Lahmärsche. So, ja. Auch wenn Herr Tusk mal was Kritisches sagt, aber Sie bleiben beieinander. Sie haben es geschafft, den Russen zu signalisieren, das kostet einen Preis und der wird steigen, ohne jetzt sich in eine Eskalationsspirale selber zu zwingen, die am Schluss keiner mehr beherrschen kann. So. Also ich finde, seit dieser Krise, und übrigens, da hat Herr Steinmeier keine kleine Rolle gespielt, dass er zusammen mit dem polnischen und französischen Außenminister nach Kiew gefahren ist und wie sie da gemeinsam operiert haben, war meines Erachtens ziemlich gut, muss man loben dafür. Und ich Du bist ungeduldig. Aber ich bin nicht so vergesslich, dass das nicht kommen würde. Ja. Also an Machen wir da einen Punkt dran. Eins habe ich vergessen zu sagen vorhin, was die Ukraine betrifft. Ich finde, man muss den Ukrainern klar sagen und auch Russland klar sagen und auch unter uns klar sagen. Die Vorstellung, die schon mal aus Washington an uns herangetragen worden war vor 7 Jahren, dass die Ukraine demnächst in die NATO aufgenommen werden muss, die muss man sich abschminken. Ich glaube, das ist immer eine Linie gewesen, die man nicht überschreiten durfte. Und zwar klug, dass damals die Bundesregierung nicht mitgemacht hat, als da Druck aus Washington kam. Und ich finde, das muss man auch weiterhin so halten. Das heißt, man kann die Ukraine gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell in das große europäische Gemeinsame integrieren, aber du kannst sie nicht sicherheitspolitisch so verfassen, als wäre es irgendwie, weiß der Kuckuck, England oder Spanien oder Portugal. Ja, das ist genau so, wie es früher, deswegen haben Brzezinski und Kissinger von Finnlandisierung gesprochen. Ja, weil auch in dem finnischen Beispiel, Finnland ist Mitglied der EU, nicht der NATO. Ja, Finnland hat immer auf sicherheitspolitische sozusagen Ängste oder was auch immer der Russen Rücksicht genommen. Ich finde, das gilt für Ukraine genauso. Und jetzt zu dieser Frage mit diesem Antrag. Der ist tatsächlich gestellt worden. Ich finde ihn doof. Ich habe dagegen gestimmt. Ja, ich habe dazu beigetragen, dass er abgelehnt worden ist. Ich finde es schade, dass man den gestellt hat, weil egal, wenn der Gerd Schröder Scheiße erzählt, sollte man ihm trotzdem das nicht verbieten. Übrigens, um es mal suffisant zu sagen, man soll den politischen Gegner nie daran hindern, einen Fehler zu machen. Dankeschön. Dann werde ich diese Diskussion nicht zusammenfassen, will nur einen Punkt benennen, denn fünf hatten wir ja schon, einen Punkt benennen, den ich wichtig finde und den ich dir deswegen jetzt unterschummle als sechsten Punkt. Ich war dankbar über die Frage nach der Partizipation, weil ich glaube, die Frage, wie demokratisch ist Europa, beziehungsweise wie kann Europa demokratischer werden, die ist ganz, ganz wichtig für die Glaubwürdigkeit
auch für das Vertrauen. Und wir haben vorhin über die Troika gesprochen. Wir wissen, wir müssen das Verhältnis von Kommission, Rat, Parlament neu austarieren. Wir haben ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo man, glaube ich, lange demokratietheoretisch drüber streiten kann, wie das jetzt mit dieser 3%-Hürde ist. Was mich ehrlich gesagt umgehauen hat, war die Begründung. Nach dem Motto, dieses europäische Parlament ist sowas von unwichtig, da spielt es gar keine Rolle, ob da irgendwelche Splitter- und Splitterstparteien drin sind. Deswegen, Reinhard, ich weiß, du wirst nicht widersprechen, weil das auch für dich ein Leib- und Magenthema ist. Diese Frage Demokratie in Europa scheint mir ein ganz wichtiger sechster grüner Punkt zu sein. Ansonsten kann ich euch verraten, es gibt zumindest ein konkretes Ergebnis des heutigen Abends. Mir ist hier eine Karte reingereicht worden. Widerspruch euer Ehren. Ich fürchte, das geht in deine Richtung. Ein proeuropäischer Gewerkschaftler fordert Satisfaktion. Einladung zu einem Rededuell um die gute grün-gewerkschaftliche Zusammenarbeit in Berlin-Brandenburg und ich denke mal auch in Europa zu bewahren. Also da kommst du jetzt nicht mal raus, Reinhard. Das ist ja grandios. Ja. Die laden mich zum Wahlkampf ein. Besser kann es ja gar nicht sein. Wir bedanken uns erstmal bei dir, wir bedanken uns bei euch und bei Ihnen, dass ihr gekommen seid, dass ihr diskutiert habt, dass ihr gefragt habt, dass ihr widersprochen habt und wir wünschen euch einen schönen Abend. Dankeschön.